es ist soweit, liebe Leute. Ein historisches One Piece Chapter ist erschienen. 1076, ein Shanks Kapitel, Leute. Es ist wieder soweit, wo wir sehr viele Infos über Shanks und allgemein Elbern und so auch kriegen. Es ist wirklich ein 10 von 10 Kapitel, was von diesen Infos, die wir hier kriegen, auf jeden Fall einiges verändern wird in One Piece. Gerade das Geschehen bei Egghead auch. Deswegen, wir gehen jetzt rein ins Kapitel. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. So, erstmal vorweg, nächste Woche Pause, Leute, ihr kennt's, leider ist es jetzt soweit, es ist Pause. Nächste Woche versorge ich euch trotzdem aber mit Videos rund um dieses Geschehen hier mit Shanks, Kid, aber auch auf Egghead. Und das Chapter trägt den Titel Old Friends, alte Freunde, und wir erfahren auch später warum, denn das sind auch alte Freunde der Strohhüt-Piratenbande. Erstmal sehen wir aber Egghead immer noch, Ecky, Luki in Handschellen, in Seestein-Handschellen, die können nichts machen und fragen halt Zorro und Ruffy, ob sie die nicht befreien können, damit sie im Tag Team mit denen zusammen die Seraphims besiegen können. Die haben da S-Hawk und S-Bear, sprich Kuma und Mihawk als Seraphim vor denen stehen. Und wir sehen dann auch, dass der S-Hawk, der kleine Mihawk, mit der Iron Blade Frucht angreift, die von Mr. One, die attackiert. Er macht so einen Luftschnitt, der alles zerteilt. Also sieht schon sehr krass aus. Und Zorro erkennt das direkt. Er kann sich direkt daran erinnern. Und das ist wirklich die Enthüllung, Leute. Wir haben uns schon gedacht, dass diese Frucht in Frage kommt für ihn. Deswegen können wir uns alle mal auf die Schulter klopfen. Eigentlich kam auch nur die oder von Joso die Diamantfrucht für mich in Frage. Da frage ich mich jetzt aber wiederum, wie sind sie an die DNA gekommen jetzt von denen? Okay, die waren in Impel Down Insassen. Höchstwahrscheinlich deswegen. Und natürlich wird dann auch Rob, Luki und Ecky befreit. Und die beiden kämpfen dann auch mit Ruffy und Zorro im Tag Team mit richtig, richtig krass Angriffen. Ruffy geht hier sogar Gear 4 und das, ich finde es auch gut, dass Ruffy noch Gear 4 geht überhaupt und nicht immer direkt Gear 5 macht. Greifen die hier an und das sieht absolut krass aus, Leute. Trotzdem muss man sagen, dass der S-Bear, sprich der kleine Kuma, keine Miene verzieht. Und das sind ja auch eigentlich biologische Klone. Das sind ja jetzt keine Cyborgs oder sowas. Also die haben, glaube ich, auch Schmerzen und sowas. Und der verzieht hier keine Miene. Natürlich sind die Impacts sehr doll und deswegen werden die auch nach hinten geschleudert durch 10 Wände. Aber ich sag mal so, es sieht jetzt nicht so aus, dass die groß hier Schmerzen haben oder Damage erleiden. Also ich bin echt gespannt, wie doll jetzt dieser Schlag weggesteckt wird, gerade von dem S-Bär, der hier eine Kong-Gun und noch eine 6-Königspistole von Rob Luki tankt, wie der danach sozusagen wieder aufsteht. Also, die Seraphims könnten wirklich eine riesige Gefahr werden, auch selbst für Ruffy und so. Das sind halt maximale Killermaschinen. Und genauso wie bei dem S-Hawk hier, der fliegt auch durch 10 Wände und es sieht irgendwie falsch aus, Leute. Er ist einfach ein kleiner Junge, den sie da zerteilen. So, und dann sehen wir auch, was mit Vegapunk passiert ist. Denn ganz tief unten im Labor gibt es solche Kanister, solche großen Tanks, wo wir auch die CP-Agenten sehen, die immer rund um Egghead verschwunden sind. Es hieß ja am Anfang, als Rob Luki mit der CP-0 da war, dass immer mehr Weltregierungsschiffe hier verschwinden. So, und wir dachten ja alle, okay, ja klar, Vegapunk hält die irgendwie ab von Egghead und so, weil er schon weiß, dass die Weltregierung irgendwas bei ihm vielleicht herausgefunden hat, hat er so, nicht selber, aber eine seiner Erfindungen, die Weltregierungsschiffe halt alle so vernichtet oder irgendwo zerstört, aber die sind hier alle gefangen in so einem großen Tank, CP5, CP7 und CP8 Agenten, ganz tief im Labor, und die haben seit 2 Monaten nichts gegessen, also die sind da verhungert, da sind bestimmt schon auch welche tot. Nur das Interessante ist, dass der echte Vegapunk, Stella, der ist auch da, und zwar hat er auch sehr viel Blut im Gesicht und hat Handschellen um, und er sagt selber, er hat keine Ahnung, wie die verschwunden sind. Also er wusste selber auch nichts von den CP-Leuten, dass sie da gefangen sind, unten in seinem Labor, in so einem großen Tank. Und er selber jetzt auch. Er wurde voll vermöbelt und geht halt davon aus, dass irgendjemand von seinen Leuten höchstwahrscheinlich der Weltregierung irgendetwas geleakt hat. Denn er hat Forschung bezüglich der Pornoglyphen betrieben, Vegapunk. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm genau das halt untersagt wurde. Über das verlorene Königreich und dies, das, halt so viel zu forschen. Was er aber wiederum braucht für diese Energiequelle. Er sagt ja immer, er braucht eine Energiequelle, die ausreicht. Und damals hatten die halt eine Energiequelle. Und wahrscheinlich hat er deswegen geforscht. Aber auch natürlich, weil er wissbegierig ist und wissen will, was damals passiert ist. Und das ist wahrscheinlich irgendwie rausgekommen. Und deshalb jetzt dieser Riesenaufriss. Er ist dort gefangen. Wer hat ihn dort unten eingesperrt? Wer hat Vegapunk gefangen genommen und die CP-Agenten dort eingesperrt? Weil die CP-Agenten einzusperren ist ja eigentlich etwas, was Vegapunk zugunsten kommt. Also theoretisch dürfte das kein Feind sein. Aber jetzt ist Vegapunk dort selber gefangen, blutüberströmt, angekettet. Wer war das? Es sieht nicht gut aus, liebe Leute. Und ob Vegapunk dort gefunden wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Ganz zuletzt auf Egghead sehen wir nochmal Egghead als Insel und Nachrichten, dass über 100 Schiffe der Marine in allen Größen und Formen Richtung Egghead segeln. Sogar von der Marinebasis G9. Das bedeutet, wir sehen auch wieder ein paar alte Bekannte. Aber über 100 Schiffe, Leute, mit einem Gorosei, mit einem Admiral. Und ich will nicht wissen, wer noch alles da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein Admiral auf dem Schiff ist, dass irgendwie Green Bull da noch mitsteht. Oder vielleicht sogar Fujitora. Das schreit alles nach einem Buster Call. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt da weitergeht. Es ist eigentlich aussichtslos. Es ist eine massive Scheißsituation, in der die Strohhüte und Vegapunk jetzt sind. Und apropos Scheißsituation,
Situation. Kit ist auch in einer scheiß Situation, worauf wir jetzt zu sprechen kommen, denn wir sehen Elban, Leute. Wir sehen Elban, wir sehen zwei Schiffe, erstmal angelegt an einen kleinen Hafen. Dort sehen wir ein Haus, was viel größer ist als die Schiffe und das ist halt, wie gesagt, weil es die Rieseninsel ist. Und es ist eine kleine Bar, wo ein kleiner Junge sitzt, genau wie Ruffy damals, in einer Bar. Und er will auch ein Pirat sein, er will auch mitsegeln. Und er hat ein bisschen den Look von Vicky, und die starken Männer, woran ja auch One Piece inspiriert ist. Oder hat das ja damals geguckt und hat deshalb ja auch One Piece ins Leben gerufen und deshalb jetzt, glaube ich, auch diese Anspielung. Natürlich ist das hier Wikinger-mäßig, sowieso alles angehaucht bei Elban, aber der Helm und so von dem kleinen Jungen hier sieht schon sehr Wiki-mäßig aus. So, und Shanks sitzt dort in der Bar und säuft. Was auch sonst, Leute. Und seine Kameraden Lime Juice, Bonk Punch sind dort, aber auch Yasop, Ben Beckman und Lucky Roo, die essen hier so riesige Heidelbeeren, die so groß sind wie Melonen, weil auf Elban halt alles wahrscheinlich so riesig ist. Und wir sehen auch Elban später nochmal in der Totalen, was auch wiedermals etwas Krasses enthüllt, was ich damals schon im Big Mom Flashback angesprochen hatte, wo wir Elban ja auch gesehen haben. Leute, einfach Shanks, ich kann es nicht glauben. Er sieht so fresh aus, er trinkt hier einfach sein Sake und Rockstar, Leute, sogar Rockstar, der MVP der Roter Piraten, kommt reingeplatzt und natürlich wieder mit Informationen. Er ist ja sozusagen der Laufbursche und er sagt halt, dass dort wieder die Kid-Piraten sind, die dort schon einigen Damage machen an den Schiffen. Nicht an der Red Force, aber an den Schiffen von seiner Flotte jetzt von Shanks. Und Shanks war halt da und deswegen heißt das Chapter auch Old Friends, alte Freunde, weil er dort zwei totgeglaubte alte Freunde wiedergesehen hat. Und diese alten Freunde sind natürlich Boogie und Woogie, die zwei Riesen, die die Strohpiratenbande damals schon auf Little Garden getroffen hat. Die haben sich dort ja verstritten. Die waren ja damals zwei Kapitäne, zwei Anführer auf Elban. Und die haben sich dann ja irgendwie in die Haare gekriegt aufgrund einer Beute, welche größer ist. Und dann waren die da gefühlt Ewigkeiten auf Little Garden. Das kennt ihr ja alles. Und das waren auch alte Freunde von Shanks. Und er hat halt gedacht, weil sie nicht mehr auf Elban waren und so, dass sie irgendwie verstorben sind. Aber sie waren halt die ganze Zeit dort und sind jetzt aber wieder zurückgekehrt. Aber nicht nur die beiden, sondern auch zwei weitere Riesen, die wir kennen, von Enies Lobby, Oimo und Kase, die zwei Riesen, die auf Enies Lobby waren, die sind auch dort und trinken mit den Leuten. Das ist so geil, dass Oda das so macht, dass die da zusammenkommen und dass Shanks wirklich auf Elban ist und da auch gern gesehen wird. Also, er sagt, er wollte eh gerade aufbrechen, deswegen guckt er sich den Scheiß mal an damit, Kid. Leute, ich könnte über dieses Chapter, über die Panel, die wir hier sehen, Ewigkeiten reden, deswegen freue ich mich auch auf den Chapter-Stream. Er sagt halt erstmal eine Nachricht an Rockstar, die er Kid übergeben soll. Und zwar soll er seine Road-Porne-Glyphen-Kopien direkt hier lassen und sich verpissen oder er soll kämpfen mit Shanks selber, einen Kampf riskieren mit ihm. Was sehr krass ist, denn Leute, wir wissen ja, Kid hat seinen Arm verloren gegen die Roter Piratenbande. Wir wussten nie, ob es Shanks selber war oder wer das war aus der Piratenbande von Shanks. Jetzt wissen wir es aber, es war Ben Beckman, Leute. Wir erfahren das hier in diesem Chapter. Ben Beckman hat den Arm von Kid abgeschlagen und so war es nämlich. Kid hatte ja eine Allianz gegründet, extra um Shanks zu stürzen damals und sie haben ja auch Shanks dann wohl angegriffen, aber wir erfahren hier von Killer und so, dass die damals nicht einmal Shanks gesehen haben. Sie sind nicht mal an der Flotte, an den Crewkameraden sozusagen irgendwie vorbeigekommen, um Shanks zu sehen. Nur von Ben Beckman wurde ihm schon der Arm abgeschlagen. Also das ist schon sehr krass. Diesmal wird er Shanks aber sehen. Und das letzte Panel hier sieht wirklich wieder vielversprechend aus. Wir sehen wirklich Shanks, wie er jetzt dazugeht. Kid, der sich irgendwie ein bisschen siegessicher ist, aber trotzdem irgendwie eine kleine Schweißperle auf der Stirn hat. Also der wird wahrscheinlich jetzt, also nein, der wird hundertprozentig den Kürzeren ziehen, Leute. Er wusste ja auch nicht, dass die Piratenbande von Shanks dort anlegt auf Elban. Und er wusste ja auch nicht, dass die Insel überhaupt die nächste jetzt Elban ist, höchstwahrscheinlich. Man sieht nur noch Shanks jetzt zur Küste gehen. Und dort springen ihn halt voll viele Leute an und bedanken sich, dass er sein oder ihr Tribut bezahlt hat. Da frage ich mich echt, was waren das? Waren das so Sklaven und er hat sie befreit? Shanks ist auf jeden Fall jemand, der da richtig krass gern gesehen wird. Man sieht es von den Leuten, alle himmeln ihn an. Auch die Riesen, jeder. Shanks ist wirklich eine Legende dort. Und das letzte Panel ist genauso aufgebaut wie das letzte Panel, wo wir Blackbeard und Law gesehen haben. Und jetzt könnt ihr mal sagen, wer steckt mehr in der Scheiße? Kid, der jetzt gegen Shanks antreten muss? Law, der gegen Blackbeard kämpfen muss? Und Blackbeard hat ja gerade zuletzt seine Finsternisfrucht benutzt. Oder Ruffy, der über 100 Schiffe jetzt am Hals hat? Plus die Seraphims, plus ein Gorosei und Kizaru und wer weiß, wer noch alles dabei ist. Also, man muss sagen, die drei, die jetzt von Wano losgesegelt sind, die stecken alle jetzt massiv in der Scheiße. Das ist wirklich so geisteskrank. Aber ich würde sagen, Kid steckt vielleicht sogar am meisten in der Scheiße. Obwohl das mit Ruffy wahrscheinlich gefährlicher ist. Weil Kid könnte safe sogar noch Shanks irgendwie bereden, so dass er irgendwie davonkommt. Also, er würde jetzt nicht einfach Kid attackieren und sofort töten. Also, wenn Kid sagt, okay, ich zieh durch oder sowas, dann würde Shanks ihn aber auch nicht gehen lassen, ohne das Roadpornoglyph. Und das ist die wichtige Info. Was will Shanks mit der Kopie des Roadpornoglyphs? Hat er wirklich all die Jahre immer noch nicht diese Kopie gehabt jetzt, diese Kopien des Roadpornoglyphs? Und will er die wirklich haben? Die Roger-Piraten hatten ja damals schon die Roadpornoglyphen gesucht, gesammelt und dann auch den Punkt von Laugh Tale ausfindig gemacht anhand dessen. Und jetzt will er die trotzdem haben. Ich frage mich nur, warum? Will er selber nochmal das One Piece finden? Hat er Laugh Tale vielleicht selber noch nicht jetzt entdeckt? Ist er dem nicht mehr nachgegangen, nachdem Roger da war und so? Er ist ja bei Buggy geblieben damals. Oder will er einfach nur nicht, dass Kid diese Kopie hat, sozusagen? Das könnte ich mir eher vorstellen. Und wir sehen halt Elban hier in der Totale auch noch einmal. Und dort sehen wir wieder einmal eine riesige Silhouette von einem schwarzen, riesigen Ding. Man kann es nicht erkennen. Es ist auf jeden Fall viel größer als die Insel selbst. Ich denke, es ist ein riesiger Baum. Wenn sogar ein Adamsbaum. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Adamsbaum
Adamsbaum ist oder vielleicht sogar irgendwas Neues. Irgendwie aus der nordischen Mythologie gibt es ja diesen Baum des Lebens, Yggdrasil, dass es vielleicht so etwas ist, würde passen. Wir sehen dort auch irgendwie so Streifen im Hintergrund, so graue Streifen. Für mich ist das einfach Wasser, was vielleicht von der Baumkrone runtertropft, irgendwie so ins Wasser. Ich könnte es mir vorstellen. Ansonsten wüsste ich nicht, was diese komischen grauen, strahlenartigen Dinger da hinten sind. Dass es eine große Bohnenranke ist, glaube ich auch nicht. Leute, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Wir hören uns im Chapter-Stream am Sonntag um 11:02 Uhr. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Peace.